Interessanter ist die Sache mit der Validität der Gültigkeit. Misst das Messverfahren das, was es messen soll? Das ist die Frage der Validität. Ist das Messverfahren valide? Misst es das, was es messen soll? Und Achtung, hier haben wir eine wunderbare Möglichkeit, wieder den Unterschied zwischen der betriebswirtschaftlichen Betrachtungsweise und der technischen Betrachtungsweise zu erkennen und zu verstehen. Misst das Messverfahren das, was es messen soll? Das ist eine Frage, die der Techniker sich nicht stellen muss. Kommt drauf an, weil ich kann verifizieren. Aber sagen wir mal, wenn wir so bodenständig jetzt hier messen wollen, wie breit der Raum ist, da wird keiner sagen, wir holen jetzt mal ein Thermometer. Na, sondern wir holen ein Metermaß und messen das nach. Also, das Messverfahren ist beim Techniker in den allermeisten Fällen nicht Gegenstand irgendeiner Diskussion, sondern eindeutig. Ja, in vielen Fällen. Ja, es mag Ausnahmen geben, ja, gar keine Frage. Aber in vielen Fällen nicht Gegenstand der Diskussion. Temperatur von Wasser, haben wir ein bestimmtes Messgerät, über das wir nicht diskutieren. Breite von Räumen, haben wir ein Messgerät, über das wir nicht diskutieren. Ja, Luftdruck, haben wir ein Messgerät, über das wir nicht diskutieren. In der Betriebswirtschaftslehre ist genau das das Problem. Haben wir, denn wir wollen ja nicht wissen, wie breit ein Raum ist, sondern wir wollen wissen, was in der Psyche des Menschen vorgeht. Haben wir dafür ein gültiges Messverfahren? Ist das Messverfahren, das wir angewendet haben, valide? Misst es das, was es zu messen vorgibt? Und wir notieren jetzt gleich nochmal, weil wir den Überblick möglicherweise nicht mehr vor unserem geistigen Auge präsent haben, nochmal die Verfahren der Primärforschung. Machen wir das mal. Befragung, Beobachtung, Experiment und Test. Die subtilen Unterschiede zwischen Experiment und Test kriegen wir gleich, ne? Falls das im Moment etwas sein sollte, was Sie sagen, leuchtet mir nicht ein, warum es da einen Unterschied gibt, kommt gleich. Aber jetzt in dem Moment kommt es darauf zu schauen, welches der Verfahren, also da wo beim Techniker jetzt steht, Maßband, Thermometer, Hydrometer, steht bei uns Befragung, Beobachtung, Experiment, Test. Welches der Verfahren ist für die Fragestellung, die wir haben, das valideste? Und obwohl Befragung sehr häufig verwendet wird, ist es möglicherweise nicht das valideste. Denn was die Leute sagen und was die Leute tun, sind zwar unterschiedliche Dinge. Es gab mal eine Befragung, nicht in Deutschland, aber in Amerika, nach dem Freizeitverhalten. So, und da haben die Leute gesagt, sie würden ins Theater gehen. Da hat man das alles mal zusammengerechnet und hat festgestellt, dass es so viele Theaterplätze in ganz Amerika nicht gibt, wie Leute, die behaupten, dass sie ins Theater gehen. Das ist die Sache. War das Messverfahren hier valide? Oder hätte man vielleicht besser beobachtet oder getestet, als zu befragen? Ja, also wir drehen uns in der Betriebswirtschaftslehre ständig um die Frage des validen Messverfahrens. Im Übrigen glaube ich, dass wer in die Hölle will, nur einen Fernlehrgang buchen muss. Wollen Sie hingegen lernen, ohne zu leiden, dann klicken Sie mal auf den Link unter diesem Video. Mein Name ist Marius Ebert. Vielen Dank.